Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugängen. Heute zeige ich euch wieder 10 weitere schöne Karten, die ich mir in den letzten Wochen und Monaten so explizit rangetradet, / getauscht habe. Und um welche Karten es sich dabei handelt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ich habe eine Umfrage gestartet, was ihr denn so als nächstes Video haben möchtet. Es bestand die Möglichkeit, entweder mal so eine 30 Minuten durch die Sammlung zu machen, so ein Video, oder eben eine Folge Neuzugänge. Und ich glaube, ihr habt jetzt langsam die Schnauze voll von Sammelkartenchecks. Deshalb habt ihr euch für die Neuzugänge entschieden, tatsächlich mit über 50% der Stimmen. 56% waren es genau. Falls ihr am Ende abgestimmt habt, könnte es sein, dass bei euch 61% für Sammelkartencheck stand, aber es hat sich herausgestellt, dass einer meiner Abonnenten einfach mit 5 oder 6 Accounts dementsprechend gewotet hat, damit er das Video zu sehen bekommt, auf das er Lust hat, und sowas geht natürlich überhaupt nicht. Das musste ich dann dementsprechend wieder zurückrechnen und habe das dann auch getan und bin dann eben auf die 56% für die Neuzugänge gekommen. Ja, jetzt wollen wir aber mal schauen, was ich mir so in letzter Zeit rangeholt habe. Ja, die erste Karte, die wir uns angucken, ist nicht nur eine wunderschöne Starlight Rare aus Phantom Rage, nein, es ist auch eine Karte, die ich selbst gezogen habe. Richtig gehört. Ich habe mir einfach 2 Displays gegönnt, habe eins der beiden aufgemacht, beziehungsweise 2. Alle beide, ich habe ja hier noch ein drittes für das End of an Era Opening, das in 1-2 Jahren stattfindet. Und ich habe aus diesem Display tatsächlich eine Starlight Rare gezogen. Das ist bisher meine einzige und erste Starlight, die ich gezogen habe. Star Brigade, Ferrigid, die Ödnisblüte. Eine wunderschöne Karte. Ich hole das Artwork mal, beziehungsweise ich hole die Karte hier erstmal raus. Eine wunderschöne Karte. Ja, ein wunderschöner Effekt. Ihr werdet das hier oben im Beauty Shot natürlich auch noch sehen. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich die gezogen habe, so 3 Wochen bestimmt. Den aktuellen Wert kenne ich gerade nicht. Ich werde die Werte wahrscheinlich wieder unten einblenden, wenn ich Zeit und Muße habe, dieses Editing auch noch durchzuführen. Und dann werdet ihr es ja sehen, aber ich glaube, die geht auch so 150 auf jeden Fall in etwa, oder 120, irgendwie sowas, auf jeden Fall über 100. Und das ist so die erste Karte der heutigen Folge, die ich mal rangeholt habe. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass ich die mal gezogen habe. Und vor allen Dingen, die sieht halt wirklich mega cool aus. Vor allen Dingen, da Star Brigade ein wirklich schönes Thema ist. Starlightig geht es auch direkt weiter, denn ich habe mir eine Karte vom lieben Michael rangeholt für 250 Euro. Rise of the Duelist, die Dedekrähe. Mittlerweile ist es ja so gang und gäbe, dass man alte Karten reprintet in Mainsets, zumindest eine davon, die dann hier eben als 5. Starlight geprintet wird. Und ich persönlich muss sagen, dass die Dedekrähe tatsächlich eigentlich gar keine schlechte Wahl dafür ist. Also es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Sie sieht in Starlight Rare auch wirklich, wirklich gut aus. Ja, ein extrem schöner Effekt, extrem gut geprintet auch. Mit einer hohen Qualität, also das ist wirklich eine schöne Sache, also die Karte freut mich auch. Ist tatsächlich meine erste Dedekrähe, glaube ich. Starlight Rares habe ich ja noch nicht so viele, also im Verhältnis nicht so viele, es sind jetzt schon 40, 50 Stück, die ich habe, aber im Verhältnis zu dem, was ich so an anderen Raritäten habe, verschwindend gering, genauso wie Collectors Rares. Und ich bin deswegen immer froh über jede Starlight, die meine Sammlung sozusagen bereichert. Sehr cool. Und dann haben wir eine Karte, die noch ein Ticken älter ist. Und zwar Geistert, Rauernde und Mondeskälte, die ja bald ihr alternatives Artwork bekommt. Ja, richtig. Die habe ich vom lieben Alex von Rising Time im Kartenbazar ersteigert für, ich glaube, 200 Mücken. Na, also coole Sache auf jeden Fall. Da hängt Staub dran. Auch die mega, mega cool. Es würde mich freuen, wenn auch die anderen Handtraps einen Starlight Print bekommen würden im Laufe der nächsten Jahre. Ich denke mal, kurzfristig wird das nichts, aber so im Laufe der nächsten Jahre mal hier und da in einem Hauptset als 5. Starlight Rare, das wäre schon was. Dann könnte man nämlich dieses Set in Starlight als High Rare sammeln sozusagen. Es gibt ja diese Handtraps, die ja damals mit dem Geisterogre angefangen haben. Das ist ja so eine Reihe, die auch gern gesammelt wird und collected wird in ihren alternativen und normalen Artworks, und ich muss sagen, wunderschön. Ja, und ich bin auch jemand, der die gerne sammelt. Ja, welche habe ich am häufigsten? Shining Victories, die Kirschblüte in Secret Rare.
Kleiner Funfact. So, jetzt hat sich's aber ausgestarleitet, nicht geausstarleitet, das wäre ja in Deutsch gewesen. Dann kommen wir zu ein paar Collectors Rares, die ich mir rangeholt habe. Da haben wir hier den Drytron Meteonis Draconiden. Boah, dieser Name. Ich muss sagen, dass die Drytron-Karten doch wirklich, wirklich cool sind. Sie haben ein schönes Artwork tatsächlich. Ich habe damals 60 Euro gezahlt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Karte aktuell wert ist. Diese Karten liegen hier schon eine ganze Weile tatsächlich. Ich hatte ja länger keine Zeit, ein Video dazu zu machen, im Allgemeinen Videos zu produzieren. Einfach wegen dem Gastvideo bei Renebrain, das ja jetzt fertig und bereits eingereicht wurde. Ich bin ja gespannt, wann es released wird, wenn es nicht schon released wurde, wenn das Video kommt. Aber das glaube ich jetzt tatsächlich eher weniger. Sehr coole Karte, einer meiner Lieblings-Drytron Dragons. Und ja, beziehungsweise ist ja kein Drache, also halt. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Aus, wie hieß denn das Set nochmal? Genesis Impact hieß das, glaube ich, genau. Sehr cooles Set auch, wirklich. Bin gespannt, ob es da noch ein Reprint geben wird von dem Set, wie bei Toon Chaos damals. Wo wir auch zum Thema kommen, Toon Chaos. Ich habe jetzt hier noch den Chaos-Schöpfer in Collectors Rare als Erstauflage. Es kommen noch mehr Collectors Rares, allerdings ist das die einzige Erstauflage, bedauerlicherweise. Chaos-Schöpfer, eine wunderschöne Karte, gefällt mir tatsächlich besser als bisher alle anderen existierenden Schöpfer-Versionen. Einfach aufgrund der Farbgebung auch. Einfach ein wunderschönes Artwork, sieht wirklich cool aus. Auch noch ziemlich minimalistisch designt tatsächlich hier. Der ganze Körper ist nicht so overdesigned wie viele anderen Karten der heutigen Zeit, was ja nichts Schlechtes ist an und für sich. Aber man behält diese Karte einfach wesentlich leichter im Kopf. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aktuellen Wert, ich blende es unten ein. Ich kann es euch nicht sagen, da die Karten halt schon eine Weile hier liegen. Und ihr wisst ja, wie das so ist. Der Wert der Karten, der ändert sich ja beinahe täglich. Je nachdem, um welche Karte es sich eben handelt. Ja, tun wir den Würfel dahinter. Machen wir hier noch ein bisschen weiter an der Stelle. So. Und kommen damit zum Topf der Extravaganz. Und ich denke mal, somit zu seiner wohl einfach mal geschätzt teuersten Form. Der ist jetzt leider unlimited, aber trotzdem nicht von schlechten Eltern. Der kostet, glaube ich, was hat der gekostet? 40 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich glaube, der First, der geht natürlich viel, viel mehr, ne? Aber die Unlimited-Variante ist ja momentan auch recht erschwinglich, denke ich. Sie dürfte auch immer noch recht erschwinglich sein. Bin gespannt beim Editing, wie es dann aussieht, wie viel wir dann letztendlich rausbekommen für die Folge. Aber ich denke, ein Taui dürfte diese Sendung schon gehen. Also allein mit den Starlights, da sind wir bei über 600 Euro. Und dann noch die ganzen anderen, ja, es ist vielleicht 800 Euro, irgendwas, keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall Topf der Extravaganz, auch wunderschön. Wir kriegen ja jetzt auch einen neuen Topf wieder in Blazing Vortex. Da haben wir übrigens das OCG-Display schon aufgemacht. Da haben wir den Topf auch gezogen. In Super Ray, ich weiß bloß gerade gar nicht mehr, wie der hieß. Hat aber einen coolen Namen, das weiß ich. Der hat mir sehr gut gefallen, der Name. Wobei der Topf selber jetzt nicht zu meinen Lieblingstöpfen wird. Da finde ich zum Beispiel den Topf der Begierden oder den Topf der Extravaganz wesentlich, wesentlich schöner, als die, der jetzt rauskommt. So, dann haben wir hier den Thun, schwarzglänzenden Soldat. Ja, eine der Karten, auf die sehnsüchtigst gewartet wurde. Auch eine der Karten, die mit als erstes released wurden, weil das ja auch die Coverkarte ist. Finde ich tatsächlich ziemlich gelungen, das Design. Ich bin ja ohnehin ein Thun-Fan. Ja, ich finde das ja ohnehin cool, was die da so geleistet haben mit dem Thema. Optischer Natur, versteht sich. Ja, der Collector's Rare-Effekt wird hier natürlich optisch jetzt nicht gerade optimal dargestellt. Ihr wisst ja, wie das ist. Aber dafür haben wir ja oben den Beauty-Shot, bei dem das eben kurz eingeblendet wird. Wir haben jetzt übrigens die 2900 Abonnenten geknackt. Ich erinnere bloß gerne nochmal dran, wenn wir bis Mitte nächsten Monats, also bis zum 15. Februar, die 4000 Abo-Marke knacken, dann gibt es einen richtig dicken First Edition Oldschool Binder zu sehen, der bestimmt an die 40.000, 50.000 Euro wert ist. Deshalb macht Werbung, soweit es geht, abonniert, drückt den Like-Button und so weiter und so fort. Habe ich gerade Like-Button gesagt? Ich meinte natürlich Like-Button. Sehr schöne Karte, auf jeden Fall wunderschönes Artwork. Man kennt es, eine Oldschool-Karte einfach als Toon-Monster. Ist natürlich jetzt nichts übermäßig Innovatives, aber es ist halt einfach nice to have. Dann haben wir den unsterblichen Phönix Gerfried. Auch der basiert wieder auf einer alten Karte, nämlich eben hier auf diesem Gerfried-Monster. Da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten der Karte. Die gefällt mir zum Beispiel auch wirklich sehr gut. Ich bin normalerweise, ehrlich gesagt, kein Fan von Karten, die halt so hier komplett mit Feuer und so sind. Und dann ist das Monster halt auch noch hier irgendwie Silber, Orange und Rot und so. Aber ich muss sagen, hier an der Stelle ist das tatsächlich extrem gut gelungen. Ist ein sehr, sehr schönes Artwork, ein sehr aufwendiges Artwork, auch vom Design her. Und gefällt mir natürlich auch wahnsinnig gut. Hier leider auch nicht First Edition, aber den habe ich schon ein paar Mal in First. Dementsprechend ist das auch kein Problem. Ihr wisst ja, ich sammle sowieso First und Unlimited. Am besten
Kosten im ausgeglichenen Maße, also immer gleich viel von beidem. Dann bringt uns das Ganze zum Chaos Daedalus, einer eher unbeliebteren Collectors Rares aus dem Set und somit auch zur vorletzten Karte tatsächlich und auch zur letzten Collectors Rare, die wir hier am Start haben. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Unlimited eben, schönes Artwork, wobei ich sagen muss, dass mir die normalen Daedalus-Karten besser gefallen. Ist halt eine finstere Version davon sozusagen. Eben eine Chaos-Version. Kann man mal mitnehmen. Ist aber, glaube ich, jetzt auch gar nicht die Welt wert. Der dürfte auch relativ bezahlbar sein, würde ich sagen. Also auch einer der etwas günstigeren. Die Valkyren will ich mir noch ein paar Mal holen. Valkyrie habe ich tatsächlich noch kein einziges Mal, weder in First noch in Unlimited. Das muss sich natürlich ändern, aber das ist wieder etwas für ein anderes Video. Und jetzt kommen wir zur letzten Karte. Die habe ich hier zweimal, nämlich den Gladiator-Ungeheuer Octavius. Und das ist auch eine sauschöne Karte. Die war tatsächlich im Bazar. Da habe ich die geschossen für, ich glaube, 30 Euro alle drei. Einer war bedauerlicherweise nicht in meinem Zustand. Dementsprechend musste ich den direkt wieder weiterverkaufen und mir sind bloß zwei geblieben. Aber das nehme ich auf jeden Fall gerne in Kauf. Die sind wirklich in einem hervorragenden Zustand, Near Mint. Der eine ist First, der andere Unlimited. Und dementsprechend nimmt man die gerne mit. Vor allen Dingen die Gladiator-Ungeheuer sind ja ohnehin extrem schöne Karten auch. Also kann man sich nicht darüber beschweren, in keinster Art und Weise. Was sehe ich denn da? Seht ihr das? Das ist mir zum Beispiel jetzt aufgefallen. Der hat hier eine leicht silberne Stelle, das heißt, er ist für die offizielle Sammlung nicht mehr zu gebrauchen, aber den behalte ich trotzdem. Der kommt in meine private Nebencollection, der mit der Ausstellung nichts zu tun hat. Schade Marmelade, das habe ich gerade erst jetzt gesehen, weil es wirklich eine Mini-Stelle ist. Naja, macht nichts, was soll's. Ich freue mich trotzdem, dass ich die jetzt mal hier am Start habe. Zwei weitere Exemplare tatsächlich und da wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge Neuzugänge. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr wart mit dieser Folge genauso zufrieden wie ich. Ich bin zufrieden, ich bin sogar sehr zufrieden. Ich bin, um nicht zu sagen, extrem zufrieden. Und ein paar weitere Folgen Neuzugänge warten auf jeden Fall. Eine OCG-Folge und eine TCG-Folge habe ich noch oder Stuff dafür zumindest. Mal schauen, wann wir die bringen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für den Moment. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.